Warte. Der Sozial- und Beschäftigungsausschuss des Europaparlaments hat sich mit dem Thema Mindestlöhne in Europa befasst. Laut dem EU-Statistikamt Eurostat ist in Lettland, Rumänien und Bulgarien jeder vierte bis fünfte Mensch von Armut betroffen. Unter 10% sind es in der Tschechischen Republik und den Niederlanden. In den meisten EU-Staaten ist der Anteil der von Armut betroffenen Bevölkerung gestiegen. Insgesamt sind in der EU 85 Millionen Europäer von Armut betroffen. In Europa wird Armut bzw. Armutsrisiko jeweils im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen definiert. Wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zum Leben hat, gilt als arm. Luxemburgs Regierung plant offenbar, das passive Wahlrecht im Großherzogtum auszuweiten. Auf diese Weise könnten sogar Ausländer als aus EU und Drittstaaten Bürgermeister und Schöffen werden. Luxemburg ginge damit bei den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2011 über die Regelungen des Maastricht-Vertrags hinaus und ließe auch Ausländer von außerhalb der EU antreten. EU-Ausländer können zwar jetzt schon an den Kommunalwahlen teilnehmen und sich auch wählen lassen, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie seit mindestens 5 Jahren in Luxemburg leben und sich 18 Monate vor den Wahlen in die Wählerliste eintragen lassen. Der Sozialplan für die Angestellten des Kioskbetreibers und Pressegroßhändlers MPK steht. Des OGBL zufolge werden 30 Stellen abgebaut. Anfang des Monats war noch von 35 Entlassungen die Rede gewesen. Der Stellenabbau im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen betrifft im Prinzip alle Abteilungen. IT, Pressedienst, Buchhaltung, Sekretariat, Logistik und Lagerverwaltung. Kioske und Buchhandlungen sind nicht betroffen.